Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Diesmal geht es in den Babelsberger Sternnächten um das Thema Sonnenstürme. Manchmal sind die ja so heftig, dass sie für Stromausfälle sorgen können auf der Erde. Und da wird ein Experte sprechen, Stefan Hofmeister vom AIP, dem Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, hat da einiges dazu zu berichten. Und hoffentlich fällt der Strom nicht aus. Viel Spaß. Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen bei den Babelsberger Sternennächten. Ich bin Stefan Hofmeister und ich darf Ihnen heute ein bisschen was darüber erzählen, wie die Sonne unsere Erde beeinflusst. Im Allgemeinen fassen wir dies unter dem Begriff heutzutage Space Weather zusammen. Zuerst darf ich Ihnen ein bisschen was über Historisches erzählen, was tatsächlich recht interessant ist. Danach über unsere Sonne, den Aufbau unserer Sonne, die Strukturen auf der Sonnenoberfläche, welche für das Space Weather verantwortlich sind und letztendlich über, wie die Sonne unsere Erde beeinflusst. Gut, beginnen wir ein bisschen was mit etwas Historischem. Stellen Sie sich vor, Sie leben bereits 1000, 2000 Jahre früher als heute und Sie blicken in den Nachthimmel nach oben. Sie sehen die Sterne, Sie fragen sich, was sind eigentlich Sterne oder zu diesem Zeitpunkt, damals sind sie noch Sonnen genannt worden. Wie weit sind sie weg? Wieso sind sie so hell? Wie beeinflussen sie möglicherweise andere Planeten? Gibt es andere Planeten? Gibt es andere Zivilisationen? Und wie spannend wäre es tatsächlich, eines Tages dorthin zu fliegen und diese Sterne und ihre Umgebung tatsächlich zu studieren? Heutzutage, wir sind zu so etwas in der Art in der Lage. Nur wir müssen gar nicht so weit. Die Sonne, die wir jeden Tag sehen, sie ist ein Stern und wir können sie beobachten. Und wir beobachten sie bereits seit ca. 1600 und auch bereits seit diesem Zeitpunkt, wie sie unsere Erde beeinflusst. Um die 1600, als die ersten Teleskope entwickelt wurden, hat Galileo, Scheiner, Harriot und Fabricius, und das ist das Interessante, alle vier unabhängig, aber in etwa zum selben Zeitpunkt, mit Teleskopen die ersten Male die Sonne beobachtet. Und was sie gefunden haben zu diesem Zeitpunkt, was man hier auf dem Bild hier rechts sieht, sind Sonnenflecken. Davor hat die Sonne immer als etwas Perfektes gegolten. Sonnenflecken waren damals auch mit dem religiösen Hintergrund schwierig zu verkaufen. Aber es war eine Tatsache, es sind Flecken auf der Sonne und diese Flecken bewegen sich in ca. 2 Wochen vom linken Rand zum rechten Rand. Und daraus haben sie bereits damals um 1600 gefolgert, die Rotationszeit von der Sonne beträgt in etwa 4 Wochen. Danach hat es eine ganze Zeit gedauert, bis zu ca. 1840, als Humboldt angefangen hat, ein Netzwerk von Magnetometern auf der gesamten Erde aufzubauen. Die gesamte Erde zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, hat im Wesentlichen bedeutet Europa, Nordamerika. Aber das bedeutet, es gab Magnetometer in Rom, in Paris, in Berlin, aber auch beispielsweise in Toronto. Und hier in dem unteren Bild kann man eine Zeitlinie sehen von den Magnetometern, was sie aufgezeichnet haben. Und auf der Y-Achse sind die verschiedenen Städte aufgetragen. Und Sie können sich vorstellen, wie überrascht die Menschen damals waren, dass wenn immer Störungen im Magnetfeld gemessen wurden, in den unterschiedlichen Städten, all diese Störungen weltweit gleichzeitig aufgetreten sind. Das war für diese Menschen damals der erste Hinweis, es muss einen Einfluss von außerhalb der Erde geben, der die gesamte Erde gleichzeitig beeinflusst. Was das damals war, war natürlich noch unbekannt. Dann um 1843 gab es eine Veröffentlichung von Herrn Schwabe. Und diese ist interessant, weil Herr Schwabe kein Astronom war. Herr Schwabe war ein Pharmazeut. Und er hat als Hobby mit seinem Teleskop die Sonne beobachtet und diese Sonnenflecken aufgezeichnet. Und diese Sonnenflecken gezählt in jedem Monat. Und dabei herausgefunden, dass die Sonnenflecken einen Zyklus gehen. Das bedeutet, ca. alle 11 Jahre haben die Sonnenflecken zuerst ein Minimum, dann ein Maximum und danach wieder ein Minimum. Das heißt, die Sonne ist nicht immer konstant, sie ist nicht immer gleichmäßig. Tatsächlich findet ein Zyklus auf der Sonne statt.
Und kurz darauf, Sir Edward Sabine in 1852 in Toronto, hat festgestellt, dass die Magnetfeldstörungen, die vorher Humboldt aufgezeichnet hat, über lange Zeiträume hinweg, über Zeiträume von 11 bis 22 Jahren, korreliert ist mit diesem Sonnenzyklus. Und es war der erste wirkliche Hinweis, dass die Sonne direkt unsere Erde beeinflusst. Wohlgemerkt, es gab damals viele, viele Wissenschaftler und auch noch Jahrhunderte später, die dagegen argumentiert haben. Lord Kelvin beispielsweise war einer der größten Verfechter, dass die Sonne zu weit entfernt ist, dass sie tatsächlich die Erde beeinflussen könnte. Wir wissen heute, dass er falsch lag. Aber es hat damals zu großen Diskussionen geführt, wie etwas in dieser Entfernung tatsächlich die Erde beeinflussen kann. Gut, danach hat es wieder ein bisschen länger gedauert, bis 1904, dass Maunder festgestellt hat, dass es periodische Störungen gab im Erdmagnetfeld, die ca. alle 2 Wochen aufgetreten sind, so wie diese hier auf der rechten Seite. Und diese periodischen Störungen haben eine Periode von ca. 4 Wochen gehabt. Das heißt, diese Periode hat in etwa mit der Rotationsrate der Sonne übereinstimmt. Und damit ist man davon ausgegangen, dass es irgendetwas auf der Sonnenoberfläche geben muss, was das Erdmagnetfeld beeinflusst. Gleichzeitig hat aber dann Newton 1943, fast 39 Jahre später, festgestellt, dass die stärksten Störungen, die wir im Erdmagnetfeld messen, nicht periodisch auftreten. Und somit sind wir damals zu den ersten Diskussionen gekommen, ist es ein Phänomen oder sind es 2 Phänomene auf der Sonne, die das Erdmagnetfeld beeinflusst? Danach ging es relativ schnell. Biermann 1951 hat das erste Mal nicht Kometenschweife gemessen. Die sind tatsächlich schon Jahrhunderte vorher aufgezeichnet worden. Aber das erste Mal argumentiert, dass die Kometenschweife erklärt werden können über eine, er hat es damals Korpuskularstrahlung der Sonne genannt. Im Prinzip über einen Teilchenfluss, der von der Sonne ausgeht und der nur geladene Teilchen vom Kometen, nur Ionen, ablenkt. Währenddessen die neutralen Teilchen einfach in der Flugbahn des Kometen hinterherzieht. Nach Biermanns Beobachtungen ist dann relativ schnell die erste Theorie über den Sonnenwind entstanden. Eugene Parker hat dann das erste Mal eine Theorie über den Sonnenwind aufgestellt. Und in seiner Theorie hat er den Sonnenwind erklärt, als dass die Korona nicht in einem Gleichgewichtszustand ist, sondern dass die Korona kontinuierlich expandiert. Das bedeutet, es gibt einen kontinuierlichen Strom von Teilchen, der von der Sonne ausfließt und ein gleichzeitig vom Sonneninneren weiter nach oben geht und diesen Teilchenstrom ersetzt. Und diesen Teilchenstrom, diesen Plasmastrom, hat er zu diesem Zeitpunkt Sonnenwind genannt. Zu diesem Zeitpunkt war der Sonnenwind als Überträger immer noch in der Diskussion. Er war nur eine Theorie. Es gab noch keine Messungen von ihm. Aus diesem Grund ist er damals stark diskutiert worden. Aber dann ging es relativ schnell. 1959 ist dann bereits der Luna-1-Satellit gestartet worden. Und das Luna-1-Satellit hat das erste Mal direkte Messungen vom Sonnenwind aufgenommen. Das heißt, es gab das erste Mal Messungen, dass es tatsächlich einen Teilchenstrom gab, der von der Sonne weggerichtet ist und in Richtung Erde gerichtet ist und das Erdmagnetfeld beeinflusst. Es hat dann bis 1976 gedauert, bis wir die Quellregionen der Sonnenwindströme gefunden haben, welche die periodischen Änderungen im Erdmagnetfeld verursacht hat. Diese sind damals Löcher in der Korona genannt worden. Ja, warum Löcher in der Korona? Weil wir sie im Röntgenbereich aufgenommen haben und im Röntgenbereich es einfach Regionen gab, in welchen wir keine Intensität gemessen haben. Daher tatsächlich Löcher in der Korona oder heute als übliche Bezeichnung einfach nur koronale Löcher. Spannend ist, dass es eine Publikation gab 1993, welche The Solar Flare Myth genannt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist man ausgegangen, dass die starken Störungen im Erdmagnetfeld von Flares auf der Sonnenoberfläche ausgegangen sind, von starken Energieausbrüchen. Tatsächlich hat man aber später herausgefunden, dass diese von koronalen Massenauswürfen verursacht werden. Diese hier in dem mittleren Bild. Und diese treten nur in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel, in etwa zeitgleich mit Flares auf. Das heißt, im Prinzip haben wir 3 Strukturen auf der Sonnenoberfläche, die das Erdmagnetfeld beeinflussen, koronale Löcher, koronale Massenauswürfe und Flares. Gehen von dem Historischen ein bisschen weiter zu dem Heutigen. Die große Frage, die immer wieder gestellt wird, ist,
warum kümmern wir uns überhaupt darum? Es gab Jahrhunderte, Jahrtausende, in denen die Menschheit überlebt hat, ohne dass wir gewusst haben, wie die Sonne die Erde beeinflusst. Warum sollten wir uns heute darum kümmern? Und die Antwort ist relativ einfach. Wir sind in einem ganz anderen Technologielevel als früher. Für die Menschen auf der Oberfläche macht die Sonne und der Einfluss auf die Erde relativ wenig aus. Aber für die gesamte Technologie, die wir haben, für die gesamte Elektronik, hat es einen relativ großen Einfluss. In den Folgenden möchte ich ganz kurz mit Ihnen durchgehen über die größten Events, die wir in etwa in den letzten 150 Jahren hatten. Und Sie werden sehen, dass dies tatsächlich relativ spannend ist. Das größte Event, das wir kennen, war tatsächlich im Jahr 1859. Dieses Event nennen wir das Carrington-Event. Damals hat ein koronaler Massenauswurf die Erde getroffen. Und aufgrund dieser Störung des Erdmagnetfelds haben wir Polarlichter bis in Rom gesehen. Auf der gesamten Erde sind Polarlichter aufgetreten. Zeitgleich sind in den meisten Ländern die Telegraphensysteme durchgebrannt. Zu diesem Zeitpunkt haben sie noch nicht gewusst, warum es ist, was es ist. Dieses Event wird vor allem in den letzten 20 bis 30 Jahren viel studiert, weil es als das stärkste Event ist, was wir bis heute kennen. Und es gibt eine Studie von der NASA, wenn uns heute so ein Event treffen würde, dann würde es in den USA circa 3 Monate dauern, nur um die grundlegende Infrastruktur wiederherzustellen. Und bis zu 3 Jahren, um das Technologielevel wieder voll aufzubauen. Dieses Event hatte einen DST-Index von circa minus 900 Nanotesla. Der DST-Index ist im Prinzip einfach nur eine Messung, ein Index, wie stark die Störung vom Erdmagnetfeld war. Diese werden wir benutzen, um die späteren Events in Beziehung dazu zu setzen. Nach dem Carrington-Event hat es relativ lange gedauert, bis das nächste starke Event, das die Erde getroffen hat, tatsächlich Auswirkungen hatte. Und das war im Kalten Krieg, 1967. Stellen Sie sich vor, im Kalten Krieg, es gab kein Vertrauen zwischen den USA und über Russland. Und zu diesem Zeitpunkt waren beide Länder noch in der Aufrüstung. Beide haben immer mehr Atomwaffen produziert. Damals war es auch nicht nur als Abschreckung gedacht. Damals war noch in der Diskussion, dass es eine legitime Art ist, Atomwaffen einzusetzen. Und dementsprechend waren beide äußerst besorgt darüber, wann denn ein Angriff stattfinden könnte. Die kürzeste Route von den USA nach Russland ist über den Nordpol. Und das bedeutet, die Radarstationen waren 24 Stunden am Tag besetzt und über den Nordpol gerichtet, um zu sehen, ob es denn anfliegende Raketen oder anfliegende Flugzeuge gab. Eines Tages sind sämtliche Radarsysteme gestört worden. Sie haben nichts mehr gesehen. Und sie haben zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, ist es ein Angriff von Russland oder ist es eine natürliche Ursache, die sie noch nicht verstehen. Die Flugzeuge sind mit Atomwaffen bestückt worden. Die Flugzeuge sind auf der Startbahn gestanden mit laufendem Motor für viele Stunden. Und der einzige Grund, warum die Flugzeuge nicht abgehoben sind, ist, weil sie gewusst haben, zu dem Zeitpunkt, wenn sie abheben, wenn die Radarsysteme gestört sind, gibt es keine Kommunikation mehr. In dem Moment, in dem sie in der Luft sind, können sie nicht mehr zurückgerufen werden, selbst wenn es sich als Fehlalarm herausstellt. Es hat einige Stunden gedauert, bis damals die ersten Physiker, die Sonne beobachtet haben, geschafft haben, die Regierung zu alarmieren, die Regierung darauf das Militär, dass das Ganze tatsächlich als Fehlalarm eingestuft wurde und wieder abgeblasen wurde. Aber stellen Sie sich vor, wie nah wir damals tatsächlich an einem Atomkrieg waren. Gehen wir weiter. Der Vietnamkrieg in 1972 hat die USA die Häfen vom Vietnam vermint. Und als der Krieg bereits aus war, einige Jahre später, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Fischerboot. Sie wissen in etwa, wo die Seeminen liegen. Und plötzlich vor Ihnen gehen sämtliche Seeminen, von denen Sie wissen, dass sie dort sind, in die Luft. Und sie haben keine Ahnung warum, aber irgendetwas muss es ausgelöst haben, dass diese Seeminen explodieren. Der Grund, wie wir heute annehmen, ist, diese Seeminen hatten einen magnetischen Trigger. Und zu diesem Zeitpunkt hat ein CME, nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach, minus 125 Nanotesla, das passiert in etwa einmal alle 1 bis 2 Jahre, würde ich mal sagen, das Erdmagnetfeld gestört und dabei diese Seeminen explodieren lassen. Etwas schwieriger ist es geworden 1989 in Quebec und 2003 in Malmö.
Dort haben CMEs mit einer Stärke von minus 589 Nanotesla und mit minus 383 Nanotesla die Erde getroffen. Und diese haben Ströme in den Überlandleitungen induziert. Diese induzierten Ströme haben zu einer Überlastung der Transformatoren geführt und damit zum Durchbrennen der Transformatoren. Bedeutet, es gab großflächige Stromausfälle. Und hier in dem linken Bild sehen Sie, wie so einer der durchgebrannten Transformatoren aussieht. Nun ja, und das neueste Event war 2022, als 40 Satelliten von SpaceX abgestürzt sind. Sehen Sie sich hier den DST-Index an. Minus 61 Nanotesla. Das ist ein wirklich schwaches Event. Wir haben viele solche Events jedes Jahr. Was passiert ist, ist, sie haben diese Satelliten in einen niedrigen Orbit, also eine Zwischenumlaufbahn geschossen, um sie von dort aus später in einen höheren, in ihren finalen Orbit zu bringen. Und während sie in diesem Zwischenorbit waren, hat ein kleinerer CME die Erde getroffen, hat damit die oberen Atmosphärenschichten geheizt, die Atmosphäre hat sich ausgedehnt, das hat zu einem erhöhten Reibungswiderstand der Satelliten geführt, hat ihre Geschwindigkeit reduziert. Dadurch sind die Satelliten abgestürzt und sie sind in der Erdatmosphäre verglüht. Daher, insbesondere für Satelliten, hat dieses Space Weather wirklich große Auswirkungen. Um ein bisschen genauer erklären zu können, wie denn die Sonne das Erdmagnetfeld und die Erdatmosphäre beeinflusst, müssen wir zuerst ein bisschen mehr die Sonne und die Strukturen auf der Sonne verstehen. Das heißt, die nächsten paar Minuten verbringen wir uns, die Sonne ein bisschen genauer anzusehen. Und Sie sehen hier dieses Bild im Hintergrund der Sonne. Das ist keine Zeichnung eines Künstlers. Das sind tatsächlich Aufnahmen, die wir heutzutage von der Sonne machen. In diesem Fall mit einem Satelliten, der in einem Erdorbit ist und Bilder von der Sonne in einer 4K-Auflösung alle 12 Sekunden macht. Über den Aufbau der Sonne. Die Sonne besteht aus dem Sonneninneren, der aus einem Kern besteht, aus der Strahlungszone und aus der Konvektionszone. Im Kern findet Kernfusion statt. Bedeutet, Wasserstoffatome verschmelzen zu Helium und setzen dabei Energie frei. Das ist auch ein Prozess, den wir versuchen auf der Erde nachzumachen mit Kernfusionsreaktoren. Der große Vorteil im Vergleich zu Kernfusion ist, dass dabei deutlich mehr Energie frei wird und wir keine radioaktiven Abfälle hätten. Dieser Prozess findet kontinuierlich in der Sonne statt und ist die Hauptenergiequelle der Sonne. Außerhalb des Kerns schließt sich die Strahlungszone an. Das bedeutet, innerhalb dieser Zone wird die Energie vom Kern nach außen hauptsächlich durch Strahlung transportiert. Wir haben hier immer noch extreme Temperaturen von einigen Millionen Kelvin und extrem hohe Dichten. Das bedeutet, ein Photon, das vom Kern erzeugt wird und nach außen transportiert wird, wird immer wieder gestreut, absorbiert, reemittiert. Und statistisch dauert es ca. 100.000 Jahre, bis ein solches Photon vom Kern tatsächlich die Sonnenoberfläche durchtrennt. Nach der Strahlungszone kommt die Konvektionszone. Das bedeutet, dort an der unteren Grenze zur Strahlungszone erhitzt sich Plasma, dehnt sich aus, steigt dadurch an die Sonnenoberfläche, kühlt wieder ab, fällt wieder nach unten. Durch diese Konvektion wird Energie transportiert und auch mit der solaren Dynamo beeinflusst. An das Sonneninnere schließt sich die Sonnenatmosphäre an. Die Sonnenatmosphäre besteht aus der Photosphäre, der Chromosphäre und der Sonnenkorona. Hier im rechten Bereich sehen Sie hier ein Diagramm von der Temperatur nach außen hin ansteigend gegenüber die Höhe. Die Temperatur fällt, wie man es erwarten würde, zuerst in der Photosphäre ab, bis sie ein Minimum erreicht, einfach weil es normalerweise in Richtung interplanetarer Raum immer kühler wird. Und dann fängt sie aber plötzlich wieder an anzusteigen über die Chromosphäre, kommt sie über eine Übergangszone, die nur ein paar hundert Kilometer dick ist. Von dort steigt die Temperatur von ca. 10.000 bis 20.000 Kelvin auf ca. 600.000 Kelvin an. Den Grund für den Temperaturanstieg kennen wir bis heute noch nicht. Wichtig für uns in Bezug auf Space Weather ist aber insbesondere die Sonnenkorona hier, das heißt das mittlere und das rechte Bild. Das mittlere Bild ist in 19,3 Nanometern aufgenommen, das heißt hier beobachten wir 11-fach ionisiertes Eisen. Eine Temperatur von ca. 1,6 Millionen Grad Celsius. In dem rechten Bild kann man die Sonnenkorona tatsächlich auch bei sehr guten Beobachtungsbedingungen mit dem bloßen Auge sehen. Wenn wir gerade eine Eklipse haben, bedeutet, wenn der Mond die komplette Intensität der Sonnenscheibe verdeckt,
sodass wir einen guten Kontrast bekommen. Auf dieser Sonnenoberfläche haben wir im Wesentlichen drei Strukturen: koronale Löcher, aktive Regionen und Filamente oder Protuberanzen. Und diese kann man hier auch im mittleren Bild sehen: koronale Löcher, hier wieder ein sehr dunkel, aktive Regionen, diese sehr hellen Strukturen, die mit Sonnenflecken übereinstimmen. Und dann haben wir hier noch Protuberanzen, das sind diese kleinen linienförmigen Strukturen, die dunkler erscheinen. Um zu verstehen, wie diese geformt werden und wie sie auftreten, müssen wir uns ein kleines bisschen den Sonnendynamo anschauen. Die Sonne generiert kontinuierlich ein Magnetfeld, welches sich circa alle 11 Jahre umpolt. Was passiert ist, dass wir mit einem Dipolfeld anfangen, das heißt, wir haben einfach am Anfang ganz normal ein Nord-Süd ausgerichtetes Magnetfeld, wie man es von Stabmagneten kennt. Aber in der Sonne, in einem Plasma, kann sich das Plasma und das Magnetfeld nicht unabhängig voneinander bewegen. Das heißt immer, das Plasma folgt entweder dem Magnetfeld oder das Magnetfeld folgt immer dem Plasma, abhängig, welche Energie höher ist. Durch die Sonnenrotation wird daher das Magnetfeld, was zuerst ein Dipol-Magnetfeld war, aufgewickelt. Und je stärker es aufgewickelt wird, desto höher wird die magnetische Energiedichte im Sonneninneren. Eine magnetische Energiedichte erzeugt einen magnetischen Druck, ähnlich wie wir es auch vom Gasdruck kennen. Bedeutet, das Plasma im Sonneninneren dehnt sich aus und steigt an die Sonnenoberfläche. Und dort, wo dieses Magnetfeld die Sonnenoberfläche durchstößt, diese kleinen Loops hier, die wir sehen, das sind die Sonnenflecken und aktiven Regionen. Das heißt, Sonnenflecken, aktive Regionen sind ein direktes Ergebnis des Magnetfelds der Sonne und des Sonnendynamos. Hier in den unteren Bildern kann man nochmal einen solchen Sonnenfleck sehen, hier mit dem Gregor aufgenommen, mit einem Sonnenteleskop, das das AIP mitbetreibt und in Teneriffa stationiert ist, in einer wirklich hohen Auflösung. Und hier im Rechten nochmal, wie dies mit aktiven Regionen übereinstimmt. Diese Sonnenflecken, dadurch, dass sie an die Dynamo gekoppelt sind, treten natürlich nun periodisch auf. Je dichter das Magnetfeld wird, desto mehr wandern diese Loops, die im Magnetfeld entstehen, Richtung Sonnenäquator. Das bedeutet, dass diese Sonnenflecken, die wir sehen, im Kontinuum auch Richtung Äquator wandern. Was wir nun machen, ist, dass wir diese Sonnenflecken, die auftreten, in ein Diagramm einzeichnen von dem Breitengrad auf der Sonne gegenüber das Jahr. Man kann sehen, dass hier die Sonnenflecken zuerst in hohen Breiten auftreten, sich im Laufe der Zeit Richtung Äquator bewegen, dann die Umpolung vom Magnetfeld stattfindet, sie wieder zuerst in hohen Breiten auftreten und sie wieder Richtung Äquator wandern. Gleichzeitig, das allerselbe sehen wir, wenn wir die Gesamtzahl der Sonnenflecken plotten. Auch hier sehen wir einen schönen Zyklus von circa 11 Jahren. Wichtig ist, der Sonnendynamo ist ein relativ irregulärer Prozess, bedeutet, es sind wirklich circa 11 Jahre. Realistisch bewegt er sich in einem Bereich von circa 8 bis 14 Jahren. Haben wir verstanden, wie Sonnenflecken entstehen, kommen wir zu koronalen Löchern. Sonnenflecken, dadurch, dass sie Loops sind, haben immer eine positive und eine negative Polarität. Und diese sind auf der Nord- und Südhalbkugel entgegengerichtet. Also stellen Sie sich vor, wir haben hier einen Sonnenfleck auf der Nordhalbkugel und einen weiteren auf der Südhalbkugel. Wenn diese Sonnenflecken nun zerfallen, bleiben 4 Regionen übrig, die eine dominante Polarität haben. Minus, plus, minus, plus. Die 2, die nah aneinander sind, nahe des Äquators, ziehen sich an, wandern Richtung Sonnenäquator und canceln sich gegenseitig aus. Was übrig bleibt, sind hier 2 Regionen, die weiter vom Sonnenäquator entfernt sind. Das Magnetfeld muss sich irgendwo schließen, aber dadurch, dass diese weit voneinander entfernt sind, schließt es sich nicht nahe der Sonne. In diesen Regionen entstehen häufig koronale Löcher, welche die Ursprungsregionen des schnellen Sonnenwindes sind, diejenigen, die die periodischen Störungen des Erdmagnetfelds verursachen. Und das bedeutet, dass dieses Magnetfeld auf der Sonne, welches in dem Plasma eingefroren ist, mit dem Sonnenwind in den interplanetaren Raum rausgezogen wird und den interplanetaren Raum durchzieht. Wir können dieses offene Magnetfeld immer noch auf Distanzen messen, weit außerhalb der Umlaufbahn von Jupiter und Saturn. Wichtig für uns hierbei ist, dadurch, dass die koronalen Löcher aus den aktiven Regionen entstehen, ist auch das Auftreten der koronalen Löcher wiederum an den Sonnenzyklus und an den Sonnendynamo gekoppelt.
Letztlich, was für uns wichtig ist, ist die Strahlungsenergie der Sonne. Die Strahlungsenergie der Sonne ist typischerweise ca. 1366 Watt pro Quadratmeter in Erdnähe, wenn wir es über den gesamten Wellenlängenbereich integrieren, wobei wir das Energiemaximum im visuellen, ca. im grünen haben. Das ist im Übrigen vermutlich auch der Grund, warum das wir im visuellen Bereich sehen. In der Evolution hat sich der Mensch und auch alle Tiere natürlich daran angepasst, dass die Augen, mit denen wir das Umfeld wahrnehmen, die maximale Sensitivität haben, wo die meiste Energie zur Verfügung steht. Das heißt, im Maximum des Energiespektrums von der Sonne. In dem oberen Plot sehen wir, dass dieses Energiespektrum auch einen Sonnenzyklus aufzeigt. Aber es ist relativ schwach. Das heißt, es ändert sich nur circa um so etwas wie einen halben bis einen Watt pro Quadratmeter im Vergleich zu den 1366 als Basislinie. Heißt, es ist weniger als ein Promille, in dem sich diese Strahlungsleistung dort ändert. Anders sieht es allerdings aus, wenn wir in den extrem ultravioletten und in den Röntgenbereich gehen. Wenn wir uns nur die Korona ansehen und die Strahlungsenergie über einen Sonnenzyklus ansehen, dann sehen Sie, dass sich hier die Energie in etwa um einen Faktor 4 über einen Sonnenzyklus ändert. Und dieser Faktor 4 kann tatsächlich einen Einfluss auf die Erde haben. Gut, haben wir ein bisschen über die Strukturen auf der Sonnenoberfläche gesprochen. Wird es nun Zeit, dass wir dazu kommen, wie dies denn nun tatsächlich die Erde beeinflussen. Es gibt im Wesentlichen drei Arten, wie die Sonne die Erde beeinflussen kann. Wir brauchen eine Art Überträger. Dieser Überträger ist entweder direkt die elektromagnetische Strahlung, es können Plasmaströme sein oder es können Solar Energetic Particles sein. Das sind im Wesentlichen relativ wenige Teilchen, die aber zu enormen Energien, zu enormen Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Und all diese haben natürlich einen unterschiedlichen Einfluss und auch einen unterschiedlichen Übertragungsweg von der Sonne auf die Erde. Fangen wir mit der elektromagnetischen Strahlung an. Energie bleibt erhalten. Das ist einer der wesentlichen Hauptsätze der Thermodynamik. Bedeutet, alles, was eingestrahlt wird, wird auch wieder abgestrahlt, außer es würde in der Erde zu thermischer Energie umgewandelt und die Erde heizt sich auf. Dadurch, dass die Temperatur auf der Erde aber relativ konstant ist, bedeutet fast alles, was eingestrahlt wird, wird auch wieder abgestrahlt. Die große Frage, das Wichtige ist, in welcher Höhe wird es reflektiert, aufgenommen, abgestrahlt. Wird es oben in Höhe der Wolken oder noch höher reflektiert, dann kriegen wir davon auf der Erdoberfläche praktisch nichts mit. Wird stattdessen die Energie erst auf der Oberfläche der Erde reflektiert und wieder abgestrahlt, so werden wir das zumindest lokal als eine Temperaturerhöhung wahrnehmen. Die Frage ist somit, hat die Sonne einen Einfluss auf unser Klima oder auf unser Wetter oder nicht? Und hier in dem linken Plot haben wir in der gelben Linie einfach mal geplottet die Energie, die gemessen wurde im Weltall von einem Satelliten, wie viel Energie die Sonne tatsächlich abstrahlt über den Lauf der Jahre. Und als rote Linie, wie sich die Temperatur auf der Erdoberfläche verändert hat. Und wie ihr sehen könnt, ist in den ersten Jahrzehnten bis zu circa 1930, 1940 tatsächlich eine Korrelation zu sehen. Das heißt, kleine Temperaturschwankungen können tatsächlich mit der Sonne zu tun haben. Das Wesentliche ist aber, später, ab circa 1950, 1960, gehen diese zwei Kurven massiv auseinander. Die Sonne strahlt tatsächlich weniger Energie ab in den letzten Jahrzehnten. Die Temperatur auf der Erde steigt aber. Und das bedeutet, die Sonne ist nicht für den Klimawandel verantwortlich. Was anderes ist aber nun mit der elektromagnetischen Strahlen im extrem ultravioletten und im Röntgenbereich. Diese Energie wird vor allem in den oberen Atmosphärenschichten absorbiert und reflektiert. Und diese Energie ist so hochenergetisch, dass sie zu chemischen Prozessen führen kann, insbesondere zur Spaltung von NO, NO2, CO, CO2. Das heißt, diese Moleküle werden gespalten, statistisch rekombinieren nach einer bestimmten Zeit wieder und geben dann dabei die Energie in Form von thermischer Energie ab. Das heißt, damit können wir tatsächlich einen Umwandlungsprozess von dieser hochenergetischen Röntgenstrahlung in thermische Energie erreichen. Und wenn wir mehr thermische Energie haben, heizt sich die Atmosphäre auf,
steigt an, bedeutet, wird bei einer gegebenen Höhe dichter. Und das sehen wir hier in dem rechten unteren Plot. Tatsächlich sehen wir auch hier einen Sonnenzyklus, der bei der Dichte, die gemessen wird, in einer Höhe von ca. 400 Kilometern. Und dieser ändert sich um einen Faktor 5 bis 10 über den Sonnenzyklus und hat damit natürlich einen wesentlichen Einfluss auf den Reibungswiderstand auf Satelliten. Gut, das war jetzt die Hintergrundstrahlung von der Sonne und wie sie die Erdatmosphäre beeinflusst. Kommen wir zu den starken Events, kommen wir zu Flares. Und ich glaube, das Einfachste ist, Ihnen einfach mal ein Movie von so einem Flare zu zeigen. Dieser Flare hat am 2. bis 3. April in 2017 stattgefunden, auf der aktiven Region, rechts oben in der Sonne. Und wenn man dies vergleicht mit dem Hintergrund, sieht man, dass diese Region deutlich heller wird und dass es auch ein paar Loops geben, die sich aufheizen, die aufsteigen, die größer werden. All diese Aufnahmen sind bei Temperaturen gemacht worden zwischen ca. 1 Million Kelvin und 5 bis 10 Millionen Kelvin. Also Flares sind massive Energieausbrüche auf der Sonnenoberfläche. Nahe der Erde haben wir einen Satelliten, der die Röntgenstrahlung von diesen Flares misst. Und dieser Satellit wird auch verwendet, um die Stärke der Flares zu klassifizieren. Wir klassifizieren sie üblicherweise in A, B, C, M und X-Class Flares, die X-Class die stärksten, wobei dies eine logarithmische Skala ist. Bedeutet, innerhalb von jeder dieser Kategorien steigt die Energie der Röntgenstrahlung um einen Faktor von 10. Hier unten habe ich eine solche Kurve des Satelliten geplottet, welche die Stärke der Röntgenstrahlung zeigt. Und wir sehen hier, dass dieser Flare von dem Movie, den wir gerade eben gezeigt haben, ein M-Class-Flare ist. Wenn wir nun die Spitzenenergie dieses Flares mit dem Kontinuum davor vergleichen, sehen wir, dass die Energie dieses Flares im Röntgenbereich um ca. einen Faktor 100 angestiegen ist. Und dies hat natürlich Auswirkungen auf die Erdatmosphäre. Insbesondere im Bereich der Ionosphäre ändert sich bei Flares der Ionisationsgrad der Ionosphäre und insbesondere damit auch, was für Schichten in der Ionosphäre tatsächlich ionisiert werden. Radiokommunikation funktioniert, indem wir einen Sender, beispielsweise in dem unteren Bild links unten, haben. Diese Radiowellen Richtung Himmel geschickt werden, diese an die Ionosphäre reflektiert werden, wieder Richtung Erde wandern, an der Erdoberfläche reflektiert werden und damit durch viele Reflexionen in ein Zickzackmuster bis zu ihren Empfänger gelangen. Wenn sich nun die Höhe der Ionisation und der Ionisationsgrad ändert, ändert sich damit das Reflexionsverhalten dieser Radiowellen. Bedeutet, es kommt zu mehr Interferenz, sie können absorbiert werden. In starken Events, bei starken Flares, kann es also zu einem kompletten Radio-Blackout kommen. Bedeutet, dass diese Wellen im Wesentlichen in der Ionosphäre absorbiert werden. Und dies ist damals passiert im Kalten Krieg. Neben der Röntgenstrahlung verursachen Flares auch Energetic Particles. Das sind Teilchen, Elektronen und Protonen, bei Flares sind üblicherweise die Protonen wichtiger, die zu sehr hohen Energien beschleunigt werden. Wir messen Energien üblicherweise in einer Einheit namens Elektronenvolt. Das ist die Energie, die ein Elektron aufnimmt, wenn es durch eine Spannungsdifferenz von 1 Volt fliegt. Die Energie der Protonen von diesen Flares kann Energien von mehreren 100 Megaelektronenvolt erreichen. Nur um so einen kleinen Vergleich zu bringen, wenn Sie eine Strahlenbehandlung in einem Krankenhaus haben, werden üblicherweise Energien von 50 Kiloelektronenvolt bis zu wenigen Megaelektronenvolt eingesetzt. Das heißt, die Energie in diesem Fall ist um einen Faktor 1000 bis zu vielleicht auch einen kleineren Bereich, vielleicht ab und zu auch einen Faktor 10, aber deutlich höher. Wenn diese energetischen Teilchen nun auf Satelliten treffen, schädigen sie die Solarzellen und sie können auch die Abschirmung der Satelliten durchschlagen und sich im Inneren ansammeln. Das ist im unteren Bild hier rechts unten gezeigt. Je mehr Teilchen sich dort ansammeln, desto höher wird die Ladung, die sich dort akkumuliert. Und wenn diese Ladung einen bestimmten Wert, einen bestimmten Spitzenwert erreicht, entlädt sie sich über einen Lichtbogen und zerstört damit die gesamte Elektronik.
Neben Satelliten sind diese Energetic Particles natürlich auch eine massive Gefahr für Astronauten. Stellen Sie sich vor, wie schlecht sich die meisten Menschen nach einer Strahlenbehandlung fühlen. Stellen Sie sich vor, dass diese Energie, die auf Sie eintrifft, um einen Faktor 10 bis 1000 höher ist und über einen deutlichen längeren Zeitraum stattfindet. Die Überlebenschancen für die Astronauten ist dort, wenn sie zu diesem Zeitpunkt im Weltraum außerhalb der Abschirmung sind, relativ gering. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Mondmissionen üblicherweise im Sonnenminimum geplant werden. Zu einem Zeitpunkt, auf dem wir praktisch fast keine aktiven Regionen auf der Sonnenoberfläche haben, auf denen praktisch keine Flares stattfinden. Neben Astronauten betrifft dieses Phänomen tatsächlich auch Flugreisende, aber dabei vor allem Vielflieger, das bedeutet Piloten und Stewardessen. Nahe von den Polen der Erde können diese Teilchen in die Erdatmosphäre eindringen und führen dort zu einer erhöhten Strahlungsbelastung. Und damit werden dort die Routenpläne für Piloten und Stewardessen so gelegt, sodass sie übers Jahresmittel unterhalb einer bestimmten Strahlungsdosis bleiben. In Extremfällen können wir sogar Ground Level Enhancements messen. Das bedeutet, dass diese Energetic Particles, diese Protonen, in der Erdatmosphäre zu Elektronen, Neutronen und Myonen zerfallen und insbesondere diese Neutronen bis an die Erdoberfläche wandern können. Wenn diese Neutronen dort auf Elektronik treffen, erhöhen sie die lokale Energie in der Elektronik und kann beispielsweise dazu führen, dass ein Transistor einschaltet und damit zu Fehlern in elektronischen Systemen führen. Gehen wir weiter von Flares zum Sonnenwind. Der Sonnenwind ist ein Teilchenstrom, der geht von der Sonnenkorona aus und er bewegt sich immer in radiale Richtung weg von der Sonne. Dadurch, dass aber die Sonne rotiert, bedeutet, dass der Ausstoßpunkt, wenn die Zeit vorwärts schreitet, immer ein bisschen weiter westlich auf der Sonne liegt. Bedeutet immer ein bisschen weiter rechts hier in dem Bild. Und dadurch entsteht so eine Art Spiralform. Das heißt, wir sehen eine Spirale, wenn wir von oben auf die Sonne schauen würden, aber die Teilchen selbst bewegen sich in radiale Richtung. Und wir kennen im Wesentlichen zwei Arten vom Sonnenwind. Den langsamen Sonnenwind, das ist ein Sonnenwind, der relativ unkontinuierlich ist, in der Zusammensetzung, in der Dichte, verhältnismäßig langsam ist. Verhältnismäßig langsam bedeutet Geschwindigkeiten von 200 bis 400 Kilometer pro Sekunde. Und ja, im Wesentlichen den interplanetaren Raum, zumindest nahe der Äquatorebene der Sonne, füllt. Und dieser langsame Sonnenwind wird vom schnellen Sonnenwind unterbrochen. Der schnelle Sonnenwind ist in koronalen Löchern verankert, hat eine geringere Dichte als der langsame Sonnenwind, aber deutlich höhere Geschwindigkeiten, bis zu 800 Kilometer pro Sekunde. Und wenn nun dieser schnelle Sonnenwind auf die Erdmagnetosphäre trifft, so beeinflusst diese die Magnetosphäre. Das bedeutet, er komprimiert die Magnetosphäre einerseits. Andererseits haben wir einen erhöhten Teilchenstrom über das relativ offene Magnetfeld nahe der Polen der Erde vom Sonnenwind in die Atmosphäre der Erde. Und der dritte Effekt ist, dass der Magnetotail des Erdmagnetfelds verlängert wird. Wenn diese nach hinten rausgezogen wird, kann es passieren, dass sich ein Plasmoid in dem Magnetotail, in dem Bild ganz rechts in der Mitte zu sehen, loslöst und abreißt. Dadurch kommt es zu magnetischer Rekonnektion vom Erdmagnetfeld und der Magnetotail, dieses Magnetfeld, schnallt zur Erde zurück. Und dabei können Elektronen zu massiven Energien beschleunigt werden. Massive Energien heißt mehrere Megaelektronenvolt. Mehrere Megaelektronenvolt im Vergleich zu den Protonen mit mehreren 100 Megaelektronenvolt klingt vielleicht nicht so viel. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Elektronen eine deutlich geringere Masse haben. Das heißt, die Geschwindigkeit dieser Elektronen ist um ein Vielfaches höher, nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und es ist praktisch heutzutage unmöglich, Satelliten vor diesen Elektronen zu schützen. Diese Elektronen werden die Abschirmung der Satelliten durchschlagen und sich dort ansammeln. Und somit sind viele der Ausfälle der Elektronik von Satelliten auf solche Events zurückzuführen, weswegen diese Elektronen auch häufig, auch bei uns in der Wissenschaft, als Killer-Elektronen bezeichnet werden. Die Teilchenströme, die über die Pole in die Erdatmosphäre eindringen, haben im Wesentlichen zwei unterschiedliche Effekte. Der eine Effekt ist ein relativ schöner, den sieht man in dem oberen Bild. Die Teilchenströme dringen über die Pole ein, wandern entlang der Pole und gehen oben wieder raus.
Und diese Ströme in der oberen Atmosphäre sehen wir als Polarlichter. Der zweite Effekt ist, dass diese Ströme in der höheren Atmosphäre die Atmosphäre heizen. Heizen bedeutet wiederum, sie dehnt sich aus, die Dichte wird höher in einer gegebenen Höhe und dadurch haben die Satelliten einen erhöhten Reibungswiderstand. Und wenn dies nun relativ schnell passiert, dann bleibt keine Zeit, die Umlaufbahn der Satelliten zu korrigieren. Die Satelliten werden langsamer, stürzen auf die Erde und verglühen. Schließlich kommen wir zum dritten Phänomen auf der Sonne, welches das Space Weather ausmacht. Und wenn Sie sich daran erinnern, alle starken Events, die wir am Anfang besprochen haben, sind von koronalen Massenauswürfen ausgelöst worden. Dieses Bild hier ist wiederum ein echtes Bild von der Sonne. Das ist keine Zeichnung von irgendeinem Künstler. Und wir haben nur im Vergleich dazu die Erde reingesetzt, um die Größe der Massenauswürfe im Vergleich zur Erde sehen zu können. Hier sehen Sie einen Filamentkanal, der sich loslöst und das gesamte Plasma dabei in den interplanetaren Raum wirft. Und denken Sie daran, wie klein die Erde im Vergleich zu dieser Menge an Plasma war. Im Folgenden zoomen wir ein bisschen raus aus der Sonne, haben damit ein bisschen ein größeres Blickfeld. Und dies hier sind Koronagraph-Bilder. Das bedeutet, die Sonne wird künstlich abgedeckt, abgedunkelt, sodass wir einen besseren Kontrast außerhalb der Sonnenatmosphäre in den interplanetaren Raum sehen. Und wenn nun eine solche Plasmawolke das Erdmagnetfeld trifft, können Sie sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Gehen wir noch kurz auf die Auswirkungen von solchen koronalen Massenauswürfen auf die Erde ein. Diese koronalen Massenauswürfe können massive Geschwindigkeiten erreichen. Geschwindigkeiten bis zu 2.500 Kilometer pro Sekunde. Und das bedeutet, dass die Distanz von der Sonne zur Erde, welches in etwa 150 Millionen Kilometer sind, in weniger als einen Tag zurücklegen können. Nahe der Sonne, wo die Sonnenatmosphäre noch relativ dicht ist, kommt es zu Schockbeschleunigung von Energetic Particles mit ähnlichen Effekten wie bei Flares. Wenn so ein koronaler Massenauswurf auf das Erdmagnetfeld trifft, so komprimiert es dieses massiv. Und wir haben natürlich auch starke Teilchenflüsse in die Stromsysteme der Erde. Einerseits führen diese Teilchenflüsse dazu, dass wieder die oberen Atmosphärenschichten geheizt werden. Bedeutet, sie dehnen sich aus, sie dehnen sich relativ schnell aus bei diesen massiven Events. Bedeutet, der Reibungswiderstand der Satelliten steigt relativ schnell an. Und damit sind diese auch mit einer der Hauptursachen, dass Satelliten aufgrund von erhöhter Reibung abstürzen. Andererseits führen diese Teilchenflüsse natürlich wiederum zu Polarlichter. Und wenn wir nun ein Event haben, welches wirklich massiv ist, das im Erdmagnetfeld massiv zusammendrückt und wir dabei hohe Teilchenflüsse haben, dann führt das dazu, dass diese Ströme nicht nur an den Polen, sondern auch in relativ niedrigen Breitengraden fließen. Und das ist vermutlich in einem Carrington-Event passiert, dass wir Polarlichter sogar in Rom gesehen haben. Zusätzlich führt diese Änderung des Magnetfelds und der Stromsysteme der Erde dazu, dass Ströme auf der Erdoberfläche induziert werden. Und je länger die Leitungen, desto größer die Ströme. Einerseits führt das dazu, dass wenn wir hohe Ströme in Überlandleitungen haben, dass die Transformatoren überlastet werden. Sie heizen sich auf, sie brennen durch und können zu großflächigen Stromausfällen führen. Andererseits betrifft es auch Pipelines. Die Ströme, die dadurch in den Pipelines fließen, führen zu erhöhter Korrosion in den Pipelines und somit natürlich zu massiven Kosten in der Wartung. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl Flares als auch der schnelle Sonnenwind als auch die koronalen Massenauswürfe das Erdmagnetfeld und unsere Technologie massiv beeinflusst. Welches dieser Events am wichtigsten ist oder den größten Einfluss hat, hängt davon ab, welche Technologien wir uns ansehen. Flares hat einen massiven Einfluss auf Radiokommunikation und auf die Solarzellen von Satelliten. Die Energetic Particles, insbesondere die vom schnellen Sonnenwind, die aus dem Magnetotel stammen, sind die Hauptursache für Energetic Particles, die die Abschirmung der Satelliten durchschlagen, sich ansammeln und mit einem Lichtbogen die Elektronik der Satelliten zerstören. Die Hintergrundstrahlung der Sonne im Extrem-Ultravioletten und im Röntgenbereich, genauso wie der schnelle Sonnenwind, führen zu eher langsamen Heizungen der oberen Atmosphärenschichten, die aber trotzdem damit den Reibungswiderstand der Satelliten erhöhen.
Währenddessen die koronale Massenauswürfe zu den schnellsten Erhöhungen der Dichten dort führen, das heißt am häufigsten dafür verantwortlich sind, dass Satelliten abstürzen. Und auch koronale Massenauswürfe, die einzigen normalerweise sind, die stark genug sind, massive Ströme in den Überlandleitungen zu induzieren und damit auch Transformatoren durchbrennen lassen. Hinzu kommt natürlich noch die erhöhte Strahlungsbelastung für Astronauten und für Flugreisende. Je besser wir das Space Weather vorhersagen können, desto besser können wir uns davor schützen. Und dies wird uns helfen, sowohl für die Technologien, die wir auf der Erdoberfläche haben, als auch in die Zukunft, wenn wir vermehrt über wieder Raumfahrten sprechen, Mondlandungen, Reisen zum Mars, möglicherweise Bergbau von Asteroiden, im Prinzip die gesamten Zukunftstechnologien, von denen viele von uns träumen.